Heute möchte ich an einer der begonnenen Seiten weiterarbeiten, dass da mal so ein bisschen was nicht ergänzt wird. Und ich habe mir aus der lokalen Zeitung hier einfach so ein paar Seiten ausgesucht, weil ich habe meine Collage-Zeitschriften jetzt natürlich nicht mitgenommen. Eignet sich jede Zeitschrift dazu. Ich versuche das jetzt mal mit einer Zeitung. Das Papier ist ein bisschen dünner und habe mir jetzt schon mal so ein bisschen ein paar Überschriften, Worte, die mir in den Sinn kamen, rausgesucht und gucke da einfach mal, ob mir da so ein bisschen Texte zufallen, die ich zu Collagen verarbeiten kann. Und ich hatte hier schon beim Raussuchen so ein bisschen Sachen mit diesen Blautönen dabei gehabt. Vielleicht passt das ganz gut. Entschuldigung. In diese blauen Spuren, die ich mit den Naturpinseln hinterlassen hatte, da rein. Mal gucken, was mir da so an Botschaften entgegenströmt. Das kommt ja immer so ein bisschen darauf an, was man für Schnipsel da ausgeschnitten hat in der Zeitschrift. Also hier ging es schon auch um das aktuelle Weltgeschehen mit den Bränden, mit Corona, mit allem, was gerade nicht so schön ist in der Welt. Und ich habe dazu noch einen interessanten Text von der Veronika Smoor gelesen, wo es darum ging, ob wir die Schönheit der Welt genießen können, wenn ringsherum alles brennt. Und das finde ich eine sehr spannende Fragestellung, weil das kennt man ja bestimmt selbst irgendwie, oh mein Gott, irgendwo anders sind irgendwelche Flutopfer. Kann ich da, und ich habe hier meinen schönen Garten, Sonnenschein und Urlaub oder sowas. Wobei, wenn ich jetzt traurig wäre und da mitleiden würde, würde das denen auch nicht helfen. Aber trotzdem hat es so ein Geschmäckle. Oder wenn jemand gestorben ist, kann ich dann trotzdem glücklich sein und unbeschwert sein. So, mal gucken, was mir hier für Worte so begegnen. Ich schneide die jetzt erstmal hier so ein bisschen glatt, weil ich sie jetzt gestern nur grob ausgeschnitten oder ausgerissen hatte und weiß noch gar nicht, ob in welche Richtung mich das jetzt trägt und ob ich am Ende überhaupt mit dieser Seite da weitermache. So, das ist entstanden aus ein bisschen Zeitungsbildern und Text, ohne dass ich vorher schon wusste, was dabei rauskommen wird. Vielleicht belasse ich es dabei, vielleicht kommt später noch mal was dazu. Ich denke, hier könnte vielleicht noch ein bisschen eine Kontrastfarbe rein.
in Rotton oder sowas, aber das weiß ich nicht, deshalb lasse ich das jetzt erstmal liegen. Und vielleicht hast du ja Lust, dir eine deiner befleckten Seiten zu suchen, mit ein paar Zeitungsworten und Bildern einfach zu spielen und dich überraschen zu lassen, was rauskommt. Also wirklich ohne vorher schon ein Bild im Kopf zu haben, sondern dich da so ein bisschen treiben zu lassen und neugierig sein, was da entstehen will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß damit und ich bin gespannt, wie sich das hier noch weiterentwickelt.